Wie, du kriegst Gehalt? Hallo? Ja, siehst du, da haben wir doch schon unsere Billignutte. Eckart brauchst du nur in Keksen zu bezahlen. Wollte gerade sagen, er hat nur Essensreste zwischen Zähnen. Nur Döner macht schöner. Ja, dann hau mal rein. Der Döner muss bei dir erfunden werden. Fahrzeug 1, der macht ganz schön komische Geräusche. Ja, der Cut hat sich gerade ein bisschen gelöst. Genau so hat sich das angehört. Da vorne habt ihr Kuppe mal langsam. Fahrzeug 1 kann nichts erkennen irgendwie. Hubschrauber, okay, Fatz. Hubschrauber, Zählfahrt rechts oben. Ja, Transportheli. Fahrzeug 1, fahrt mal bis in die Mitte, bis ihr da die Kreuzung erreicht habt. Fahrzeug 2 sitzt dann da vorne ab und dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Park mal hier irgendwie hinter der Bushalte rechts. Jo. Hier jetzt rechts irgendwie. Halt mal an. Alles klar, dann mal alle raus. Gucken wir mal, was wir so abgreifen können. Durchsucht mal die Leute, ob die Munition dabei haben oder so. Aber wenn ihr da vorne auch nichts seht, dann könnt ihr da vorne auch mal absteigen und mal die Leichen durchsuchen, ob die irgendwas Wichtiges dabei haben, Munition, Essen, was auch immer. Verstanden. Wir haben nicht genug Reifen dabei, oder? Nee, scheiße. Jetzt hätten wir hier ein schönes Fahrzeug. Oh. Ja, das ist auch noch was. Haben wir ein Dusel? Achso, ist sonst was. Aber total im Arsch. Naja, das kannst du vergessen. Oh, was hat der Kollege denn hier dabei? Funkgerät, Guerillakleidung. Langweilig. Oh, Bandagen und Morphium. Der hat nur Kleinzeug irgendwie. Schutzhelm, Funkgerät, Gedöns, Uhr, Kompass. Bandagen haben wir, Bruder. Ja, alles, was wir gebrauchen können. Bandagen, Granaten, alles mögliche mal einsacken. Bandagen nehmen wir mit. Ja. Ich hab keinen Platz mehr. Kannst du hier die Bandagen noch einstecken? Auf jeden Fall vier bewaffnete Humvees, die aber alle so leicht zerdetscht sind. Ja, hab ich auch schon gesehen. Die sind aber alle ziemlich im Arsch. So viel Reifen haben wir nicht dabei. Leider. Ich glaube, der ganz am Ende des Dorfes steht, der hat zumindest nochmal ein intaktes vorderes rechtes Rad. Ein Raketenwerfer. Nice. Will ich haben. Gib mir den jetzt. Gib mir den jetzt. Hans, ich guck mir den Hammi da vorne mal an. Ja, verstanden. Bausteckung. Ah, sieht ganz ruhig aus eigentlich. Schon mal Raketenwerfer gefunden. Hahaha. Ich komm mit dir mit, Dennis. Ich bin rechts von dir. Nee, wir würden nur zwei Reifen, bitte. Marc, ich hab einen gefangen genommen. Lebt ihr da noch, oder was? Jo, positiv.
Was ist denn da? Cäsar-Schätzlein oder Widerstand? Ich gehe mal wieder auf den Wachturm. Ja. Ah, guck mal, ist hier ein Reifen drin eventuell im Inventar? Ja, da ist einer drin. Ja, dann ersetzt schon mal einen Reifen. Aber haben die Drumwrap anderen kaputt noch Ersatzreifen drin? Warte mal, ich guck mal eben kurz hier. Er ist nur die Reifen. Wir haben noch, in den anderen beiden haben wir noch Reifen drin. Ersetzt schon mal einen, ich hole noch einen zweiten. Auf jeden Fall Widerstand. Was bist du denn für einer? Ey, Ali Akbar, was ist mit dir? Mann, Mann, Mann. Gerd, kannst du mal einen Reifen eben noch da hinten hinbringen? Dann haben wir noch ein Fahrzeug. Da fehlen nur zwei Reifen, sonst ist das Ding komplett heile. Am besten irgendwie nimmst genau aus dem oder aus dem Truck da vorne, wenn wir genug hier. Was ist hier mit dem? Ja, hier sind alle vier kaputt. Bandagen. 6,5er Munition MG dabei. Nett. Das ist sowas für mich, ja. Ach, für Hans. Den nehmen wir mit. Ein Spinner. Go, nehmen wir mit. Wollen wir noch einen Reifen davon, ne? Naja, einen haben wir in dem Fahrzeug da vorne drin gehabt. Und den anderen bringt Gerd, glaube ich, gerade nach vorne. So, Ali Akbar. Ey, Ali, hörst du jetzt auf auszusteigen oder was? Marc, wie lange wolltest du hier noch bleiben? Ja, nicht lange. Ich versuche den Typen jetzt hier einzuladen, der steigt ja ganz wieder aus, dieser Spinner hier. Bleib jetzt da drin. Gerd, ich habe noch einen Reifen. Ich bin ja dabei. Ich bin schon da. Ja, läuft. Marc? Ja. Hier vorne im Norden ist noch eine Scheune. Oder so ein Häuschen. Ich glaube, das hat sich noch keiner angeguckt. Soll ich da mal hin, oder? Ja, machen wir beide mal eben, ne? Ja. Aber wenn ihr das Fahrzeug da vorne wieder fit habt, dann bringt das mal hier hinten zu unseren anderen Fahrzeugen. Naja, oder so. Okay. Merkt euch mal, ein Fahrzeug gekapert und einen gefangenen Widerständler. Ja, okay. Wurde Auto gemacht. Ganze Null Abschüsse. Okay. Ja! WTF? So, ganz kurz zur Information, weil ich das gerade schon mitbekommen habe, dass es einige nicht ganz gelesen hatten, das Briefing. Die Mission ist in zwei Teile gesplittet. Das heißt, wir haben den ersten Teil jetzt geschafft und gehen jetzt nach einem Reboot zur zweiten Mission über. Ja. Sehr gut. Dann mach ich kurz eine Pause. Hm? Raucherzeit, ja, also bis gleich. Jeder, der ja, eine rauchen Kuppa möchte aus Klo muss, kann das jetzt tun, dann geht's gleich weiter. Okay. Danke. Mon. Müssen wir mal cool als Break. Disconnecten oder aus dem Browser raus? Oder nee, kannst da drin bleiben. Okay. Ist schon Mission 2 von 2. Monty, startest du den Server nochmal neu, bitte? Kann ich machen, ja. Danke. Monty? Ja. 15 Sekunden. Ja. Loki.
Ja, Fieber. Ja. So. Nutria ist da, dann ja, können wir starten. 18 Leute, alle da. Alle da. Kammer, kannst du vielleicht gleich noch ein Briefing durchgeben? Ja. Warte jetzt schon mal. Das wird ein bisschen umfangreicher, das wird ein bisschen dauern, denke ich. Server steht auf Elite. Mhm. Aber dann lasst erst mal antreten und. Sind doch schon alle da? Nein. Nö, ich noch nicht. Sind mir zu viele. Negativen Ach, den Mail. Kann man es auch gar nicht recht machen. Verstehe ich nicht. Persönlich als virtueller Charakter durch. Ich kann das verstehen, ich möchte auch nicht mit allen sprechen. Du musst doch nicht mit allen sprechen, es reicht, wenn du alleine sprichst. Da haben wir den ersten. So, wenn ihr hier auf Briefing klickt, müsstet ihr auch was Geschriebenes stehen haben. Den Punkt Execution könnt ihr komplett ignorieren, der ist aus Versehen mit reingerutscht. Ja, noch gar nicht. So, was steht denn hier? Alle Spieler, die Big Buck heißen, erschießen. Alles klar, wird ausgeführt. Bist du mir ein meiner FDLs? Ich mach dich persönlich platt, ey. Ich brauch noch nicht mal eine Waffe. Wo war's? Nein, Luftabwehr. Oh Gott. Lest euch am besten jeder mal das Zeug durch, wenn es Fragen gibt. So, alles, was nicht direkt hier irgendwie zum SL geht, sondern hier Missionserstellung, am besten jetzt noch fragen, dass wir dann gleich weitermachen können. Die roten Ausrufezeichen, haben die für uns Söldner irgendeine Bedeutung? Soll das irgendwas Wichtiges markieren? Also es ist Info für alle. Die Söldner haben diese Infos, weil sie sich auf der Insel auskennen. Die NATO hat die Infos aufgrund von Aufklärung. Die roten Ausrufezeichen sind Luftabwehrstellungen. Gar keine Markierung. Du hast gar keine Markierung. Ich ganz woanders, sorry. Ah, okay. Und die drei Caesar-Symbole sind praktisch, ja, steht auch unter Mission. Nämlich in Obregan eine Kaserne, ein Befehlsstand in Bagango und in Mercalillo ein Lazarett. Ganz wichtig für alle, der Nordosten, das ist Caesar-Gebiet. Alles, was östlich von Benoma ist, ist Sperrzone. Also betrifft heute auch nicht wirklich die Mission, nur passt in dem Gebiet auf. Wenn ihr meint, ihr müsst reingehen, dann wird das wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Darf ich da magst du nochmal deinen letzten Satz wiederholen? Luki? Meidet einfach den Nordosten der Karte. Von Benoma bis Ixel, alles was da oben ist, ist Sperrzone sozusagen. Da von diesen Bergen aus, alles da in Ich hab da eben Obama gelesen, Gott, oh Gott. Oh nein, die Amis sind jetzt auch gegen uns, ach scheiße. Nur die Bundeswehr.
Und unter Missionsziele, da steht jetzt noch, bringen Sie den Forscher auf die Nimitz. Das stimmt nicht ganz, natürlich zur Base. Pass auf, Ramat. Warte mal. Nee, nicht für uns. Ist vielleicht nicht sinnvoll, dass du die Missionsziele jetzt sagst, wenn wir auch noch zuhören. Oder ist das für jeden erkennbar? Ja, das steht im Formular. Die Söldner haben das überhört. Wir wissen davon nichts. So, ich habe gerade wieder erstmal eine Ohren angeschalten. Was ist los? Einfach unten rechts auf weiterklicken. Alles klar, hab ich schon gemacht. Anna? Ja, ich bin noch am Lesen. Ach so. Die überliest ja nachher, wie ich kenne, nur die Hälfte. Haben ja, die... Von vergiss dir 90... Die Quellen sind wichtig. Haben die Söldner noch Fragen? Negativ. Dann können wir auch schon weitermachen und Kana kann es in Ruhe lesen, während Aufstellung genommen wird. Ist ja auch in-game verfügbar dann. Dann klicke ich auf weiter. Channel switched. Haben wir das Haus? Nee, Dennis ist alles neutral. Cool. Wieso kann ich das Haus jetzt hier wieder wegkacken, ja? Adam. Wer hat denn diese Holzhütten gebaut? Da rennt man ja immer gegen. Ist einfach nur zu groß und zu klobig. Bleibt doch nicht immer alle in der Tür stehen. Meine Güte, was denn hier los? Im Zweifel bin das meistens immer ich. Ich hab keine roten Haare mehr. Yes, er wurde doch rasiert. Sag ich doch. Wie lügt dich an, oder wie? Mein Fortuner hier. Ja, yeah, du Fortuner. Was machen wir denn jetzt? Wen unterstützen wir denn jetzt? Wir brauchen. Ja, chillt mal. Warten wir eben, bis hier alle fertig sind. Klamotten aus der Kiste raussuchen. Die Außerirdischen. Ich schick dich gleich zum Mond, da kannst du dem Außerirdischen Hallo sagen. Wir gehen UFOs abholen. Und mit unserem Pumuckl dahin. Wenn du nochmal so weit nach hinten legst, kannst du den Raketenwerfer im Stehen abfeuern. Nach hinten. Pack du mal deinen Siemens Lufthaken wieder ein, dann passt alles. Das sieht übrigens wirklich extrem dämlich aus. Kein Platz mehr. Scheiße. So. Oder ihm fehlt sein Einhorn, ich weiß es doch nicht. Ich habe wenigstens ein schönes Cappy auf. Ah. Nicht nur das. Genau. Dir fällt aber auch nicht auf, dass drei Leute dieses Cappy tragen, ne? Du bist nicht der Einzige. Nachmacher, sag ich nur. Ich meine, hast du dich mal gesehen, wie du aussiehst? Das sieht echt uncool aus da oben auf deiner Birne. Genau. Also jetzt nicht das Cappy, sondern das Nachtsichtgerät. Das ist ein klappbares Monokular. Monokel? Sir Eckhart? Jetzt hast du ihn beleidigt, toll. Bandagen, genau, nimm doch Bandagen mit. Speicher dein Dings gleich mal, Hans. Dein Equipment. Wo sind meine Ohrstöpsel hin? Gibt's ja gar nicht. Also ich habe 28 Bandagen dabei, wenn ich die für mich selber ausrüste, bin ich auf jeden Fall tot. Ja. Aufbrauche. Also auf jeden Fall. Einhorn Konkurrenz machen. Das ist korrekt. So, was ist hier, Jungs? Jalla, jalla. Jetzt besser? Pack's gleich ganz weg, wir haben 13 Uhr. Oh.
Warten wir eben noch kurz auf den Monokelträger. Down Radio Earpiece, das sieht am wenigsten dämlich aus. Gut, Jungs. Das habe ich nämlich auch drin. Mal eben kurz Ruhe. Wir haben gerade Meldung gekriegt von unserer Zentrale. Wir haben 4 mögliche Einsätze, die wir machen können. Zum einen hat uns die Miliz kontaktiert von der Insel hier, dass wir der Miliz helfen sollen, an Munition zu kommen. Das heißt, irgendwo in irgendeiner Stadt, das werden wir dann von dem Kontaktmann erfahren, stehen 2 Munitions-LKWs, die wir dann für die Miliz bergen müssen. Und eben dann, klar, zur Miliz zurückbringen. Dafür kriegen. Was heißt bergen, klauen oder wie? Ja, richtig, genau. Okay. Der zweite Auftrag kommt direkt von der CESAT. Da sollen wir in einem gewissen Gebiet, was uns dann auch wieder der CESAT-Kontaktmann mitteilt, patrouillieren und gegebenenfalls die NATO bei dem Vormarsch, den die wohl irgendwie planen, die irgendwie zu sabotieren. Inwieweit das im Detail aussieht, weiß ich nicht. Das erfahren wir alles erst von den Kontaktmännern. Dritte Variante ist natürlich einfach nur für uns versuchen, Ausrüstung, Munition irgendwo zu beschaffen, also im Prinzip keine Aufträge anzunehmen, sondern auf eigene Faust loszugehen und alles zu klauen, zu schänden und kaputt zu machen, was wir finden. Vierte Variante ist, dass wir natürlich zur NATO, die ja laut CESAT hier ist, Kontakt aufnehmen und uns irgendwie mit der NATO eventuell vorübergehend verbünden. Jetzt will ich mal eine demokratische Meinung. Was haltet ihr für am sinnvollsten? Also wegen der Beleidigungen, die da vorhin gefallen sind, würde ich sagen, wir nehmen Variante 2. Ich glaube, die LKWs mopsen und dann überlegen, ob wir sie überhaupt abgeben, wenn was drin ist. Je nachdem, wir können mal gucken, was da selbst drin ist. Ob das sich rentiert abzugeben der Miliz oder ob wir es selber behalten. Welche Beleidigung, bin ich gerade irgendwie auf dem falschen Dampfer? Er mich auch. Kana hat mir gedroht. Wer? Der Kana. Wer? Ich nicht. Ja? Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Das war einer. Also mich würde Variante 2 sehr gerne interessieren, aber ich würde dem Hans zustimmen, Variante 1 mit den LKWs. Dann einfach mal schauen, was drin ist. Und dann erst überlegen. Ich wäre für Variante 2. Ich glaube, das ist am lukrativsten auf lange Sicht. Ja, das war ja sich auch viel besser. Ist größer und kann uns mehr geben auf Dauer. Wir müssen uns aber auch im Klaren sein, dass wir eventuell durch den Auftrag dann die NATO am Hals haben, ne? Weil wir die NATO sabotieren. Es sind schon die NATO. Ich will es nur erwähnen. Nicht, dass ihr wieder alle schreit, die bösen NATO ist wieder hinter uns her. Ja, das wird so oder so passieren, aber die sind hier momentan tierisch in Unterzahl. Außerdem haben wir schon 2:30, 18 Uhr Söldner Feierabend, von daher. Du weißt aber auch nicht, wie viele Einheiten die NATO sind, weißt du? Wenn das eine Riesentruppe ist, dann ist das echt Harakiri, was wir da machen. Okay, machen wir es ganz einfach. Von mir aus, auf meiner Blickrichtung rechts, also da, wo Dennis jetzt zum Beispiel steht, stellen sich alle die hin, die CESAT unterstützen möchten, und links auf die andere Seite, wo Hans steht, da stellen sich alle hin, die Miliz unterstützen möchten. Ja gut, dann ist es eindeutig, dann ist egal. Ja, okay. Dann machen wir das. Dann würde ich sagen, setzen wir auf, sucht nochmal Kisten, die wir eventuell mitnehmen können, das heißt Sprengmittel, Munition, aber wirklich nur das Nötigste, keine Sandsäcke, keine Stacheldraht, wirklich nur eventuell Sprengmittel und Munition und Bandagen, wenn wir sowas haben, was wir mitnehmen können. Ansonsten aufsitzen, wir nehmen das bewaffnete Fahrzeug und einen unbewaffneten Offroader. Mehr nehmen wir nicht mit. Funk 100? Funk 100. Kann ich meine Gehaltskekse jetzt schon bekommen? Negativ. Erst nach erfolgreichem Einsatz. Habt ihr euch die richtige Funke geholt? An PRC 148. Ja. Habt ihr eure Stöpsel drin? Jawohl. Ja, ich melde mich einmal auf der Funke an, wa? Ja, das ist verstanden. Das ist mein Pumuckl. Ey, scheiße, den können wir den Bieten machen. Danke, meldet sich um Funk. Ja, das ist verstanden. Oh, Eckert auch auf den Funk. Auch das ist verstanden. Notremmer hielt sich auch an. Ebenfalls verstanden. Sehr schön. Nee, die Dinger hier, die kannst du liegen lassen. Die Zerstacheldraht und Sandsäcke. Wie sieht's aus mit der Medikiste? Ja, wenn wir sie nehmen können, mitnehmen. Aber die angeblich können wir die da nicht rausziehen. Die sind da irgendwie festgeschraubt oder so. Soll ich das Medic-Zeug umladen?
Nee, nee. Ich hab's jetzt nicht probiert, aber echt jetzt? Sie sollen festgeschraubt sein? Dann geht ihr Bonbon-Keys nicht verloren. Alles klar. Ah, ist festgeschraubt. Gut. Damit Dank. Den lassen wir hier. Fahrzeuge sind ja voll. Ja, da oben für den Kopf-Breakdance. Gut, alles klar. Wenn alle soweit bereit sind, aufsitzen. Fahrzeugaufteilung von den Bewaffneten wie vorhin, Hans und Dennis. Der Rest auf das Fahrzeug müsste eigentlich aufgehen, oder? Eins, zwei. Schrauber. Hubschrauber? Ja, Audiokontakt, Hubschrauber. Ja, positiv. Aber wir haben ja keine Feinde, von daher haben wir nichts zu befürchten. Ach, wie schön. Erstmal. Was denen? So, warte mal, geht das auf? Eins, zwei. Und drei hinten drauf, ja. Schön. Geht auf. Wer fährt? Wer kann von euch am besten fahren? Ja, sitzt schon. Sitzt schon. Ja, ich sitz schon, genau, hab ich schon gemerkt. So, alles klar, dann Abmarsch. Fahrzeug in Position. Bin dran. Ja, er kann sich aufs Fahren konzentrieren, ich funke. Oh Gott. Sind dran. Mit Eckart. Ja, bitte was? Sind dran, Hans. Ja, sind dran. Ja. Ja, die sind alles klar, hallo. Abmarsch. Auf zu hupen. Oh Gott, ich hab furchtbare Angst. Okay, Weg ist auf der Karte. Was ist? Nein, nein. Weg ist auf der Karte soweit markiert. Erstmal dem Weg soweit folgen. Wenn wir dann in dem Dorf ankommen, was mit Cäsat markiert ist, gucken wir mal, dass wir diesen Offizier irgendwo finden. Ja, soweit verstanden, Fahrzeug 1. Kurze Frage. Außerhalb des Games hast du das im Side-Channel gemacht? Natürlich. Ja, jetzt mal eine Frage, ne? Wenn wir ja hier grün mit allen sind und wir jetzt uns entschließen, für die Cäsar zu arbeiten und wenn die anderen das noch gar nicht wissen, haben wir doch eigentlich einen Vorteil, oder nicht? Ja, natürlich, den Vorteil haben wir erstmal. Ich weiß nicht, was wir sabotieren sollen. Das müssen wir jetzt dann in Erfahrung bringen und dann müssen wir weiter gucken. Aber die Idee finde ich gar nicht so verkehrt. Welche? Den Vorteil. Dass wir grün. Ich würde sagen, eigenschutztechnisch halten wir uns vielleicht ein bisschen zurück am Anfang. Ja, auf jeden Fall, wir walten uns so lange zurück, wie es geht. Heli von rechts. Ah ja. Hummingbird. Wie fährst du denn? Fahr doch mal geradeaus, Mann. Geradeaus. Ja, bleib doch mal auf der Straße, bitte. Fahr doch mal ordentlich, bitte. Danke. Ich hab Angst. Ich möchte die Hand halten. Und ich spreche aus Erfahrung, ich bin vorhin schon mit dem gefahren. Auf der Straße liegen meistens Minen. Ja, vor uns ist ein Fahrzeug. Oh Mann, können wir nicht zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen? Ja. Da gibt's Stolperdrähte. Was du denn? Zu viel gegessen? Musst du einen Spaziergang machen oder was? Hast du zu viel Eckart gegessen, oder? Lass dir die Finger von meinem Essen. Nicht von deinem Essen, von dir. Ja, das auch. Denn ist da vorne erstmal Feuerstadt das Rot, ne? Ist dir klar. Jawohl. Da war einer zu lange bei mir. Ja, übrigens, falls vorne ab und an mal Audiokontakt am Hubschrauber, kann aber nichts sehen. Ja, wir hatten kurzzeitig auf unserer rechten Flanke einen Hummingbird. Irgendwie habe ich hier einen Bauer im Rückspiegel. Irgendwas mit blau-weiß gedrehtem Hemd. Ein? Da hinten ist noch einer erschreckt. Stopp da vorne. Alle einmal zurück. Abbiegung war hier vorne. Ja, verstanden. Hat er denn wieder. Ne, zurück. Zurück. Jo. Hier müssen wir gleich rechts. Ja, dann. Nein, haben die kein GPS dabei? Ich hab das doch markiert.
brauchst mich nicht fragen. Ich fahr nur hinterher. Ja, ja, passt schon. Ich habe jetzt aber selber nicht aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Wie gesagt, ich fahre nur hinterher. Ja, verstanden. Augen offen halten, Feuerstatus trotzdem rot. Fahrzeug ganz verstanden. Und da vorne kommt irgendwann gleich eine Straße rechts rein. Da erstmal reinfahren und irgendwo einen Punkt suchen, wo wir die Fahrzeuge parken können erstmal. Hey, die Fahrzeug ganz verstanden, Straße sperren. Ja, versucht mal drum. Ja, bleibt mal stehen. Ich steig mal kurz aus. Ja, moin, die Herren. Aber wo ist denn der Chef hier? Also Gespräche hier, Mann. Was von der Straßensperre ihren Chef finden muss? Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Deswegen frage ich die ja, wo der Chef ist. Aber die können nicht sprechen. Ja, zieht das Fahrzeug mal irgendwie hier vorne hinter die Büsche oder so, dass ihr Sicherung habt Richtung Nordwest. Fahrzeug 2 nachziehen hinter die Straßensperre. Komme. Wenn das Fahrzeug 2 dann geparkt ist, alle absitzen und die Straße nach rechts dann mir folgen. Soll Leganer von Fahrzeug 1 auch folgen? Negativ, da vorne mal Sicherung betreiben. Am besten mit Hans zusammen, damit du nicht alleine bist. Ich habe hier einen großen LKW mit einem Mehr-Taser-Soldat, der ist davor gesetzt dort. Ja, ich komme mal vor. So, wo ist Jens schon? Gucken wir mal. Kommt mal mit mir mit. Vorhin. Sind ziemlich gesprächig, die Kollegen hier. Die Süßen. Ja, Wichser, ich verstehe es nicht. Bob dann Truck? Ach, da vorne. Okay. Das sieht doch nach dem Lager aus. Sollen wir dem Fahrzeug noch ein Stück vorverlegen? Hättet ihr von da eine Wirkung? Wirkung wohin? Ja, hier vorne in Richtung LKW. Moine! Ja, passt. Sprichst du? Nein, ja, sprich ja, ihr Süßen. Hey, servus du über Fuzi, wo ist dein Chef? Ah, da steht doch einer mit einer bereit. Ali! Mohammed! Keine Ahnung, wie du heißt. Ich soll mich hier melden. Was ist mit dir? Hast du einen Auftrag?
Mann. Der ist aber das Geld. Bitte nur über Fuzzi, hat der was schon? Nicht so. Ja, die haben ja auch geschaffen, oder was? Naja, da geht sie doch zu gerade. Keine Ahnung, irgendwie spricht hier keiner. Guckt immer in den restlichen Scheunen, ob da noch irgendwas ist, bitte. Nehmen wir das Ding einfach mit, drauf geschissen. Ja, einer bleibt bitte bei mir, ja, passt so, alles klar. Dritten mal verschieben, mein. Ah, guck mal, vielleicht ist ja auch nur irgendwie Brain AFK oder so. Ja, tut sich nicht viel. Warten wir mal, vielleicht wacht er gleich wieder auf. Hast du ein bisschen Riechsalz dabei zufällig? Nö. Schade. Ein Snickers? Vielleicht wird er davon wach. Halt's ihm unter der Nase. Habt ihr noch irgendwas gefunden? Nee, ne? Nope, ist nicht. In der Ecke vielleicht? Hm? Nee, das ist, schätze ich mal, der Offizier, aber der ist irgendwie Brain AFK. Wir haben ihm schon Snickers unter der Nase gehalten, aber der wird nicht wach. Sicher, dass das der richtige ist? Einen anderen habe ich nicht gesehen. Das ist die einzige Stellung, die hier einigermaßen befestigt ist. Ah, guten Morgen, Männer, guten Morgen. Ali, wir sollten uns hier melden, du hast Auftrag für uns. Schön, dass ihr hergekommen seid. Schön, dass ihr hergekommen seid. Habt ihr euch also endlich entschieden, uns zu unterstützen? Ja, wir wollten uns das Angebot mal anhören, ne? Ich dachte, das Angebot wisst ihr bereits. Naja, wir wissen nur, dass wir für euch einen Auftrag erledigen sollen, aber wir wissen nicht, was wir dafür kriegen. Ah, in Ordnung, in Ordnung. Und zwar haben wir im Moment ein kleines Problem. Wir haben zu wenig Männer in dieser Region und wir brauchen zusätzliche Wachen in den drei Dörfern. Okay. Obregan, Merkalilo und Bagango. Okay. Euer Auftrag wäre, patrouilliert diese drei Dörfer, beschützt die Befehlsstände, das Lazarett, die Kaserne und verteidigt gegen etwaigen Widerstand. Die Zivilisten sind egal, die könnt ihr umbringen. Okay. Okay. Sind Frauen dabei? Mit den Frauen macht es eure Sache. Okay. Das hört sich schon mal, gut an. Noch ja. Eins, hintergeht mich und ich werde euch finden. Ach, wir sind ja hier. Das haben schon andere probiert. Musst uns ja noch nicht mal suchen, wir sind ja hier. ja, okay. Das ist zum Auftrag. Was kriegen wir dafür? Ja, pro Kopf 15.000 für eine Woche. Okay. Und im Falle eines Angriffs solltet ihr euch gut machen, lege ich vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung oben drauf. Also 15.000 kriege ich noch keinen neuen Wagen. Ja, das sagt der Kollege, der macht aber alles kaputt, der muss aber alles von seinem eigenen Geld bezahlen. Da muss noch ein bisschen mehr drin sein, oder? Noch ein bisschen drauf und dann können wir gerne. Wer von euch verhandelt hier? Ja, wir alle. Alle auf eigene Rechnung hier. Nein, mal jetzt Butter bei der Fische hier. Okay, also Ausrüstung nicht nur im Falle eines Angriffs, sondern die will ich auf jeden Fall haben, in Form von bewaffneten Fahrzeugen. Was und wie viel? Ah, zwei gepanzerte Fahrzeuge wären nett. Ich glaube, eure Leute, die haben so komische Dinger. Wie heißen die? Ifrats? Ufruts? In Ordnung. Und pro Kopf 20.000. Einen bewaffneten, einen unbewaffneten. Okay. Das hört sich schon mal nach einem Schritt nach vorne an. 20.000 ist nicht machbar. 18.000, mein letztes Wort. 18.5. Ein letztes Wort. Meins auch. Wir haben auch noch andere Angebote. In Ordnung. Dann haben wir ja nichts mehr zu bereden und ich ziehe mein Angebot zurück. Dann machen wir das so. Dann einen schönen Krieg noch. Und tschüss. Ja. Ich glaube. Bist du
süßer. Yusuf, stehe nicht so rum, hol das Funkgerät. Mann, Mann, Mann. Geizhälse. Ja. Jo. Die wollen doch was von uns. Schuld. Die kommen wieder. Ja. Ja, dass wir hier gut wegkommen. Marc? Ja. Information, also Zivilisten töten oder wie er gemeint hat, wir sind da auf unserem Land. An unsere Leute. Was, die Zivilisten? Ja, die Leute hinter uns bewegen sich, ne? Zivilisten, ja. Ne, das sind nicht unsere Leute. Wir sind Söldner. Wir gehören nicht zur Miliz. So, okay. Okay, Dennis, mal auf den LKW einzählen. Nicht, dass da irgendeine blöde Scheiße passiert. Ich erkläre euch gleich mehr. Echt, wegen 500 Stück okay. Beiseite geht, habe ich auch ein freies Schussfeld. Ja, wenn die ja nicht leben. Nicht zu weit zurück, sonst habe ich keine Sicht mehr. Stopp. Wen wolltest du denn wieder, Ständler? Ich hab gar keine Lust drauf, hier zu sein, ey. Okay. Ja. Folgendes. Schlechtes Gefühl. Ja, die Jungs sind weg. Alter, Autofahren können die auch nicht. Autofahren können die auch nicht, ey. Nein. Also, folgendes. Da sitzt der Offizier drin. Der wollte uns ein bisschen verarschen. Wir sollten 3 Städte sichern. Sollten die 3 Städte gegen etwaige Angreifer verteidigen, wenn es denn zu einem Angriff kommt. Der wollte uns 15.000 pro Kopf geben und eventuell Ausrüstung. Das war sein erstes Angebot. Dann haben wir das hochgehandelt auf einen unbewaffneten Ifrit, einen bewaffneten Ifrit und haben 20.000 pro Kopf gefordert für diesen Einsatz. Der wollte uns nur 18 geben, das war sein letztes Wort. Und verarschen lasse ich mich nicht. Okay, und nu, gehen wir zur Miliz. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, die wollen was von uns, ne? Wir wollen nichts von denen, die wollen was von uns. Gut verhandelt. Alles klar, dann alle wieder aufsitzen. Wir nehmen dann hier jetzt direkt den Feldweg, der hier aus der Stadt östlich rausführt. Also wir fahren jetzt hier diese kleine Seitenstraße rein und dann kommt irgendwo links ein Feldweg. Dann kommen wir direkt zum Milizhauptquartier. Zur Information, die Wolf hat jeder gesichert, ja? Dass er Fehlschuss löst. Natürlich. Alle drin? Also. Ja, alle drin. Ja, kann losgehen. So, hier erstmal wieder rechts zurück, ne? Ja. Ne, links die Seitenstraße rein. Oh, bitte fährt. Oh, fast hat er sich den Reifen aufgeschlitzt. Na dann ist hier rechts da, ne? Rechts. Rechts, aber da noch links ist. Straße Richtung Osten ist schwierig. Zweite Seitenstraße links und dann wieder rechts. Ja, alles gleich fehlt. So sagen könnte es auf der Karte markiert. Hab ich vorhin schon, hat nichts gebracht. Achso, okay, gut. ist auch dran vorbeigefahren. Ja, die schwarzen Punkte können überall auftauchen. Da vorne dann links in der Straße immer folgen, dann kommen dann irgendwelche komischen Gebäude. Irgendwo kommt dann irgendwie irgendwas. Genau. Was ist denn heute los hier? Warum haben wir denn auch noch solche Brain-AFK-Leute hier? Gebäude links vor uns. Nee, das kann es eigentlich noch nicht sein. Das muss noch ein ganz Stückchen weiter sein. Scharf. Nein, da vorne ist ein Gebäude. Also jetzt nochmal kurz, out of game, ich habe auch schon wieder eine rote Kette. Ja, die rote Kette habe ich schon die ganze Zeit. Ja.
Nutria noch da? Ja, okay. Hat sich wieder gefangen. Okay. Sehr gut. Never give up. Wo ist das? So, gucken wir mal, was die Miliz uns bieten kann. Ich meine, die kann uns natürlich keinen bewaffneten Ifrit bieten. Ich hatte eigentlich gedacht, die 500 Euro macht er noch locker. Er hätte auch die 20.000 raushauen können. Also die Kohle haben die Jungs. Ja, das Einzige, was mich gerade so ein bisschen ärgert, sind die Ifrits, die wir von denen gekriegt hätten, weil das kann uns kein anderer bieten. Aber ich lasse mich nicht verarschen. Allerdings, ja. Gut, aber die können, okay, langsam, langsam. Stopp. Kein Feuer. Wir haben nicht geschossen. Vielleicht nur ein Warnschuss gewesen? Ja, bleibt mal hier. Motor laufen lassen. Ja. Also nochmal lasse ich aber nicht auf mich schießen. Nein, bleibt mal so. Komm nah auf uns zu. Ja, ich bin da. Kannst du dem guten Mann mal sagen, dass er gefährlich lebt? Guten Tag, der Herr. Hallo, Söldner. Warum schießen Sie einfach auf uns? Das war ein Warnschuss. Ja, ich meine, Sie wollen was von uns. Erst heute Morgen wurde ein Dorf hier in der Nähe von der Cäsart überfallen. Gute Männer sind dabei gestorben. Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Übrigens, ihr kommt gerade aus dem Cäsart-Gebiet. Ja, wir kommen von da. Wir wollten einmal kurz abchecken, was die für uns haben, was die genau planen. Um dann diese Infos weiterzuleiten für gewisses Geld. Das wollten wir da, ja. Deswegen kommen wir aus dieser Richtung. Wie ich gehört habe, sind eure Boote kaputt gegangen. Wolltet ihr runter von der Insel? Oder? Ja, eigentlich schon, weil wir keinen Bock haben auf diesen scheiß Krieg hier. Weiterhin Geld. Na, jetzt gezwungenermaßen ja, wir brauchen ja irgendwas, womit wir hier wegkommen. Boote, Flugzeug, Hubschrauber, was auch immer. Eigentlich wollten wir weg, weil wir keinen Bock auf diesen Krieg haben. Ja, gerne doch. Wenn ihr uns zwei Munitionslaster aus dem Cäsart-Gebiet bringt, voll mit Ausrüstung, beschaffe ich euch die Boote. Wir können euch 10.000 pro Nase bezahlen, pro Mann. Okay, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Können wir mit dem Geld, mit dem Endlöhnen noch ein bisschen nach oben gehen? Habt ihr da noch ein bisschen Spiel? Ich glaube nicht. Können Sie da mal nachfragen? Sie haben ja mit Sicherheit auch einen Vorgesetzten, oder? Moment, das muss ich abklären. Kleinen Moment. Sommerchef, wieso hat er auf uns geballert? Das waren nur Anschüsse, die wurden wohl schon öfter von der Cäsart überfallen und da wir aus der Richtung gekommen sind, wussten die nicht genau, was Sache ist. Junkie hier. Wie ist denn das eigentlich mit Infos verkaufen, die wir von den Cäsart gerade bekommen haben? Bin ich gerade dabei. 12.000, mehr kann ich nicht für euch tun. Im Zweifelsfall lügt ihn einfach was in der Tasche. Okay. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Also prinzipiell machen wir den Auftrag gerne für Sie. Haben Sie denn einen genauen Standort dieser Munitionslaster, also Ausrüstungslaster, die wir für Sie besorgen sollen? Wo stehen die genau? Wissen, dass Chef, einer in Bagango steht, Ruhe mal eben da hinten. Nicht, wo der andere steht. Entschuldigung, ich hatte gerade Funk von meinem Team da hinten. Wo steht einer? Ja, keine Sorge. Wir wissen, in Bagango gibt es den Kommandoposten. Da stand heute früh noch einer. Der andere wurde heute Morgen verlegt. Meine Speer konnten nicht herausfinden, wo der hingebracht wurde. Der muss sich aber irgendwo hier im Zielgebiet muss er sich befinden. Das heißt, irgendwo im Bereich dieser drei Städte bewegt er sich oder steht er irgendwo rum? Habe ich keine Auskunft drüber. Sonst würde ich mir selbst holen. Dann müsst ihr euch nicht dafür bezahlen. Okay. Alles klar. Also das erledigen wir auf jeden Fall für Sie. Ja gut. Sobald ihr die LKWs habt, bringen Sie bitte nach Everon. Nach Everon, ja. Sobald ihr in die Ortschaft reinfährt, die erste mögliche Abzweigung links, da ist ein kleiner Hof, da könnt ihr sie abstellen. Sobald ihr die LKWs bringt, bringen wir euch die Boote. Okay, alles klar.
Besteht denn Interesse an den CESAT-Informationen, die ich gerade mitgebracht habe aus der CESAT-Basis? Kann ich Ihnen die auch noch anbieten? Sehr gerne, ich kann aber kein Gegenangebot als das bisherige machen. Nee, okay, dann verkaufe ich die woanders. Aber für die zwei LKWs kommen wir auf jeden Fall ins Geschäft. Kein Problem. Weiter könnt ihr noch einen bewaffneten Offroader gebrauchen. Den könnte ich euch anbieten dafür. Den können wir immer gebrauchen. Kein Problem. Also dafür würde ich Ihnen die Infos sogar geben. Na dann, lass hören. Ja, kein Problem. Also wir waren, wie gesagt, gerade vorne bei dem CESAT-Punkt. Die CESAT erwartet einen Angriff der NATO. Ich weiß nicht, inwieweit das wichtig für euch ist, inwieweit NATO. Ihr da... Ja, die NATO scheint auf der Insel zu sein. Die NATO kommt hierher? So hat der CESAT... Wunderbare Neuigkeiten. So hat der CESAT-Offizier mir das gesagt. Die haben von uns erwartet, dass wir diese drei Ortschaften, unter anderem auch Bagango, Mercalillo und, wie hieß die dritte noch, Obregan, dass wir diese drei Ortschaften bewachen, sichern und vor Angriffen beschützen. Ich schätze mal, dass da irgendwo noch eine wichtige Person oder irgendwas Wichtiges ist, was die unbedingt beschützen wollen. Das sind die Infos, die wir von denen... Die haben was vor. Das sind die Infos, die wir von denen gekriegt haben. Also wir wissen, bei östlich von Mercalillo gibt es noch ein Fahrzeugdepot. Okay. Aber in den letzten Tagen sehr, sehr viel Bewegung. Vielleicht hat das Zusammenhänge. Ich schicke gleich mal ein Aufklärungsteam aus Osten rein. Okay. Alles klar, gut. Ja, mehr Infos kann ich leider auch nicht geben. Das ist das, was ich von hinten gekriegt habe. Warte. Gut, alles klar. Nehmt euch den Pickup. Machen wir. Sobald ihr die LKWs gebracht habt, bekommt ihr die Boote von uns. Alles klar, machen wir so. Wunderbar. Dann gutes Gelingen und wenig Verluste. Ja, euch auch. Danke, danke. Guten Tag noch. Hat zweimal zu mir vor. Zu Fuß oder mit dem Auto? Zu Fuß. Du machst nur halbe Schwungsprüche, Kollege. Ach, jetzt fängt die Kacke bei mir jetzt auch an, oder was? Ja. Ja, danke für den Hinweis. Fahrzeugtreiber bleibt drin. Ja, Sir. Okay. Da hinten am Ende der Straße steht ein bewaffnetes Fahrzeug. Das gehört uns. Ja. Einpacken, okay. Nach hier hinten bringen. Okay. Abmarsch. Bin hinter dir. Okay. Gut, alles klar. Jetzt Ambach? Info für euch. Eckart, mach mal Motor aus und komm mal bitte hier vor zu Fuß. Was ist das denn bitte für ein Heli die ganze Zeit? Mhm. Gut, alles klar. Kurz für euch schon mal, also wir unterstützen auf jeden Fall die Miliz jetzt erstmal. Der Angriff, den wir da heute Morgen mitgekriegt haben auf das Dorf da unten, das waren einige der Soldaten von dem Kommandanten, mit dem ich gerade gesprochen habe. Der hat uns zwei Boote angeboten für den Einsatz, den wir erledigen. Das heißt im Endeffekt, wir können von der Insel runter, sobald wir das erledigt haben. Wir müssen nicht mehr wie zwei LKWs besorgen. Einer steht bei der Stadt Bagango in dem Militärkomplex. Den müssen wir dort irgendwie rausholen. Den anderen wissen sie nicht genau. Er wird östlich von Mercalillo vermutet. Da ist wohl noch ein Fahrzeugdepot. Und sie waren auf jeden Fall sehr angetan davon, dass die NATO kommt. Das ist ja die Info, die wir von der CESAT gerade gekriegt haben. Von daher können wir mit Sicherheit, wenn wir da reingehen, auch mit Unterstützung des Widerstands und der NATO rechnen, wenn die dann irgendwann kommen. Das dazu. Mehr Infos habe ich leider jetzt auch nicht. Also eine Frage. Jawohl. Wenn wir das CESAT-Gebiet einfach so reinkrusen, oder hast du dich gerade so mit dem verzopft, dass das nicht so eine gute Idee ist? Er hat nichts davon gesagt, dass er uns jagen wird oder so. Also von daher fahren wir da erstmal relativ bedachtlos rein. Wenn natürlich was passiert, dann schreiten wir ein. Deswegen habe ich jetzt auch gerade den zweiten rausgehandelt. Dann können wir uns ein bisschen verteidigen. Wenn die möchten, können die gerne Fahrzeug 1 machen.
abgelehnt. Gut, alles klar. Also zum Plan. Wir werden jetzt die Straße, den Feldweg zurückfahren durch diese CESAT-Basis, wo wir gerade waren, werden dann auf die Hauptstraße fahren, auf die Orangene, und werden dann mal langsam gucken, dass wir uns auf der Hauptstraße weiter oben Bagango nähern und gucken mal, ob wir uns in Bagango eventuell relativ bedachtlos umsehen können, ob die CESAT uns immer noch einigermaßen neutral gesonnen ist oder ob die uns mittlerweile nicht mehr mögen. Wenn das so ist, ja, genau. Wenn das so ist, dann werden wir natürlich den LKW auskundschaften, werden den zweiten suchen und werden dann relativ zeitgleich versuchen, diese beiden Dinger zu kapern und wegzuschaffen. So dass wir die Dinger dann beide haben, abhauen können, dann kriegen wir unsere Boote und dann können wir von dieser scheiß Insel endlich runter. Ja, gute Idee. Die LKW stehen beide in Bagango, ja? Einer. Den zweiten wissen sie nicht, der wurde heute Morgen verlegt. Sie haben keine Infos, wo genau hin. Aber er wird östlich von Mercalillo. Da ist so ein kleiner Hof, da ist ein Fahrzeugdepot wohl anscheinend. Da wird er vermutet. Vielleicht können wir die CESAT ja fragen, die in Bagango ist. Vielleicht wissen die ja was. Ja. Na, ja, gucken wir mal. Vielleicht finden wir auch den Offizier und dann gucken wir mal. Naja, man muss die beiden Leute gegeneinander ausspielen. Irgendwie. Muss doch zu schaffen sein. Ja, gucken wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, alles klar. Plan ist soweit bekannt. Bis zu dem CESAT-Checkpoint fährt erstmal Fahrzeug 1, also altes Fahrzeug 1 vor. Der Unbewaffnete in der Mitte und der neue, der fährt im Prinzip als drittes Fahrzeug hinten hinter. Ende, Vorsicht. Alles klar. Dann aufsitzen. Hauptsache, die schießen mir nicht in den Hintern. Gut. Einmal wenden, bitte. Ja. Keine Lust. Na, passt. Ihr Fahrzeug 1, ich fahre sehr gemächlich an den CESAT-Checkpoint ran. Ich weiß nicht, wie die drauf sind mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Sobald Sicht besteht, langsamer werden und ein Auge auf die ganzen Soldaten halten. Viele sind hier abgerückt mit dem Offizier, viele sind nicht mehr da. Vielleicht wussten die auch gar nichts von dem Deal. Also wird ja nicht alles gleich breit getreten. Ich meine, im Endeffekt, genauso wenig wie er wusste, was wir mit denen besprochen haben, wissen die genauso wenig, was wir hier gemacht haben. Die, ja. Die wissen zwar, dass hier ein Milizlager ist, aber die wissen ja nicht, was wir hier gemacht haben. Von daher. Langsam. Bisschen Abstand halten. Schafe. Ja, scheiß drauf. Nehmen wir mit, gibt Frühstück. Ja. Schön Schafsdöner. Schaf, ey. Mäh. Sobald Beschuss reinkommen würde, Fahrzeug 1 erwidert das Feuer, die anderen beiden Fahrzeuge setzen sich in Deckung, setzen ab und versuchen dann möglichst eine Schussposition. Okay, raus. Okay, ja.
hier durch zwei Fenster durch sehe ich kaum was. Alles frei hinter dir. Mann, wie konnten die denn so schnell wissen, dass wir mit denen jetzt kooperieren? Der Heli vielleicht? Wir müssen noch einen Spion haben. Wo seid ihr überhaupt rum? Unten. Ja. Oh. Okay, alles klar. Der Fahrer von dem zweiten bewaffneten Fahrzeug bleibt hier hinten. Eckart, du kommst mit mir und Gerhard. Komm mal. Wo bist du? Vorne raus, Hauptstraße. Wir fahren jetzt da, wo der LKW stand, in die Scheune. Ihr könnt nachziehen, vorne alles auf Reise weit in der Verstanden. Leute, ist hier Richtung 33 Grad ein LKW oben auf dem Berg stehen? 330 oder 33? Ja, Cäsar. Ist der scheiß Offizier. Das ist auf jeden Fall ein ähnlicher LKW, auf jeden Fall. Es ist eine Flugabwehrstellung, die ist auf der Karte markiert. Ja, stimmt, ist der LKW von eben wahrscheinlich. Ist aber nicht besetzt, der LKW. Okay. Ich habe einen Engine-Schaden, Karre läuft noch, aber ich weiß nicht mehr, wie lang. Okay, verstanden. Ich hätte Schutzfeld auf den LKW oben. Er sieht nicht besetzt aus von hier. 65 Schuss noch im Gurt und einen vollen Gurt habe ich noch, also insgesamt 165 Schuss. Alles klar. Holt mal die anderen beiden Fahrzeuge hier vor. Yep. Ich habe 91 Schuss im Gurt und noch drei Magazine, also Fall der Fälle, man könnte ja die Fahrzeuge tauschen. Okay, gute Arbeit. Danke. Ich frage mich nur, wie die so schnell rausgefunden haben, dass wir mit denen kooperieren. Gute Frage. Entweder haben die einen Spion. Alanis, ich muss kurz 30 Sekunden AFK. Ja. Check mich mal kurz durch. Ich weiß nicht, ob ich was abgekriegt habe, ich glaube nicht, aber. Ja, guck mal eben. Mark? Mhm. Ja. Kannst du doch auch in die Gebiete einrücken, ne? Ja. Ist nicht jetzt dann irgendwie ein günstiger Zeitpunkt, um wir versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen? Wenn wir die Cäsar jetzt eher in der Backe haben? Ja, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, von wo die kommen. Ich habe keine Ahnung, wo deren Basis ist, wenn die eine Basis haben. Von daher, schwierig. Ja, die müssen auch auf jeden Fall durch Corazol durch. Vielleicht sollten wir uns in Corazol mal hinstellen. Könnte man eigentlich machen, ne? Also hier die Hauptstraße einfach weiter runter. Die müssen da vorbeikommen, weil die können nicht aus dem Norden kommen. Das ist Schwachsinn. Ja, stimmt eigentlich. Dafür ist der zu gut gesichert durch die drei Städte. Eigentlich müssen die von da unten kommen, ja. Ja, das machen wir auch.
Weil wir haben sie jetzt eher am Arsch. Ich dachte, wenn die jetzt nicht auf uns geschossen hätten, dann wären wir immer noch neutral gewesen, dann hätten wir uns reinschleichen können. Schon mal ein Fahrzeug vorschicken, nicht, dass wir die verpassen. Nein, machen wir. Wir machen es dann am besten. Gerhard? Ja? Du schnappst dir mal eben Eckart. Ihr fahrt die Straße im Prinzip jetzt hier nach links weg, ne? Nach Nordwesten. Auf der Hauptstraße fahrt ihr dann nach Süden runter in die Stadt Corazol. Baut euch da mal irgendwo an der Kreuzung auf und guckt mal, ob ihr die NATO erwischt. Wenn ihr die NATO erwischt, dann gebt mir Bescheid. Wir versuchen mit denen irgendwie zu kooperieren, jetzt für den Zeitraum zumindest. Okay. Alles klar, dann macht euch schon mal auf den Weg. Ja, wo ist immer Eckhart? Da hinten bestimmt. Weiß übrigens nicht, wie lange der Hobel hier noch hält. Er hört sich sehr gruselig an. Ja, das sieht auch gruselig aus, motormäßig. Also, orange ist er schon. Wir haben aber auch nichts, um das Ding irgendwie zu reparieren, ne? Wir haben voll eine von Latz gekriegt, auf jeden Fall. Gleich die erste Kugel irgendwie im Motorraum rein. Ah, scheiße. Ist natürlich auch. Ist aber auch kein Wasser oder sonst was. Irgendwie. Ja, ist natürlich jetzt auch kacke gepanzert, so ein Teil hier für so einen Kampf. Aber naja, besser wie nix. Doch, wir passen ja dann nicht alle in das Auto. Theoretisch könnten wir zu zweit schon mal in Richtung Basol gehen. Nee, Gerhard und Eckart sollen ja, die fahren ja vor mit dem Unbewaffneten. Oder Bewaffneten, okay. Weiß ich nicht. Ja, aber die müssen aufpassen. Ja. Also die Cäsar ist uns nicht mehr gut gesinnt, ne? Das haben wir jetzt gesehen. Ja, ja. Ich frage mich jetzt aber, wie wussten die das so schnell? Irgendwie. Ja, das frage ich mich auch. Also entweder haben die einen Spion da hinten gehabt oder die haben irgendwo einen Posten gehabt, der uns beobachtet hat. Naja, der LKW auf der Anhöhe liegt verdächtig. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ähnlicher wie der vorhin von hier weggefahren ist. Mhm. Gerhard, seid vorsichtig, wenn ihr irgendwo Feindkontakt kriegt, entweder durchbrechen oder Rückzug. Okay. Und den Hobel denn wirklich nicht reparieren? Oder? Ja, wir haben nichts dabei, ist das Problem. Wir haben nichts. Vielleicht mit dem Reifen irgendwie. Einer eine Strumpfhose, wenn er einen Wasserschaden hat. Was war der da hinten? Schüssel. Hört sich nach Flak an, oder? Die Schüsse auch? Ja, positiv. Hört sich nach Flak an, oder? Kommt das oben vom Berg? Ich würde das mal behaupten. Ja. Ja. Ja, es flackt, man sieht die Leuchtspur im Himmel teilweise. Ja, es flackt, die schießt in den Himmel. Leuchtspur sieht man ab und zu. Die sind nicht auf uns, oder? Beziehungsweise auf Gerhard. Nee, die schießen in die Luft. Wir hat rufen. Was? Also vielleicht auch nicht. Ihr seid getroffen von der Flak? Frage? Positiv. Dieser stationäre SMG. Ach du Scheiße. Könnt ihr euch zurückziehen? Aufsitzen. Okay, jetzt wird es lustig. Jetzt wird es lustig, ja. Dennis Hans, ihr fahrt vor. Ja, lasst lieber die anderen vorfahren. Ich hab nicht mehr so viel Munition. Alles klar, Abmarsch. Gerhard, wir kommen. Haltet euch in Deckung. Na, ICAM. Langsam. Wo kommen die Schüsse, ey? Die Schüsse sind oben die Flak, aber da unten ist ein stationäres MG, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Okay, also ich guck nach vorne und nicht nach hinten, ja? Ja. Langsam. Auf. Wir kommen euch entgegen. Ah, wo ist die Scheiße? Von links? Gib Gas. Von oben rechts beschossen. Links rein. Und halt. Halt. Raus. Alle? Hülle ist getroffen.
Pass auf, wir haben Leute ums Auto. Ja. Stationäres MG auf 60 Grad oben im Hügel. Nee, ich nicht, ich hab Bäume davor. Links von dem LKW. Ich hab Bäume davor. Man fliegt zurück. Auf links neben dem Lastwagen ist der Post. Ja, wenn du kannst, Unterdrückungsfeuer rein. Also die zurück, ich fahr zurück. Jungs, eins der Fahrzeuge ist kaputt, die Droge aneckert jetzt. Wo bist denn du? Ab. Wieder vor. Ab. Stop. Bei 58 Grad ist dein MG, zwei MGs. H56. Wenn ich Unterdrückungsfeuer geben soll, sag du Bescheid, ja. Gerhard, HA56? Positiv. Machen wir noch ein Stück zurück, nur ein ganz kleines Stück. Bei der Scheune? Nee, mitten auf dem Feld. Noch weiter. Okay, verstanden. Wir sind bei GJ54. Junkie, ist das rechts oder neben dem LKW? Also rechts oder links? Links. So wie ich gehört habe, links. Zwei HMGs. Nutria? Ja. Komm mal mit mir mit. Alter, das ist ein Kilometer entfernt. Dennis? Oh Gott, schön. Ja. Übernimmst du kurzfristig das Kommando hier? Ich gehe Gerhard entgegen mit Nutria. Dann können wir Eckhard helfen. Ja, ist klar. Okay. Nutria bleibt bei mir drei. Mann. Ich hab schon sehr viel Blut verloren. Ne Scheiße. Eckert, wo bist du? Gerhard, verarzt ihn notdürftig, wenn du kannst. Ich komm dir entgegen mit Nutria. Bin schon dabei. Ah, da unten rechts auf dem freien Feld. Ja. Gerhard, wir kommen von deiner 6 Uhr. Okay. Mach dich sofort dran. Am besten sofort erstmal Blut. Bei Blut, ich verbrenne gleich nur ein Torso. Kannst du einem gleich Blut einhauen? Nein, das ist jetzt nicht. Ich hab konstatieren. Hat er unverletzt Blut braucht. Gott. Ist da irgendwo Kaliber 50 Mark? Ja, zwei Stück oben auf dem Hügel. Ich dachte, es wäre Flak, aber es sind stationäre MGs. Was habe ich gesehen? Ja, von da vorne, wo wir waren, konnte man zwei sehen. Hinterm Hügel ist noch eins. Scheiße, das habe ich aber auch nicht erwartet. Alter, wenn ich den Keller erwische, den puste ich bis zum Mond. Und wenn das der blöde Cäsar-Fuzzi von vorhin war, dem schieb ich die Klemme noch in den Arsch hinterher. Was noch mal für ihn? Ja, bitte, Einladung. Okay, gut, sei Dank. Das Ding hier ist hin, ne? Das Fahrzeug. Jo. Okay, alles klar. Ja, ist wieder gut, danke. Alles klar. Aus, tot. Wenn dann soweit wieder bereit. Ja, wir bekommen jetzt ein logistisches Problem. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, alles klar. Bereit? Dann nur erstmal. Der Reifen weg oder ist ganz hin? Naja, guck dir das Ding an. Alles geht, Abmarsch hinterher. Er geht. Kann ich meine Stadt auf einen der Häuserdächer um
vielleicht irgendwer zu sehen kommt. Aber wir sind gleich wieder da, warte. Wir kommen jetzt wieder rein, 100 Meter. Servus. Servus. Oh, Eckert ist wieder bei uns. Ein Fahrzeug verloren, total Schaden. Ja. Dreck. Eventuell können sich oben vom Häuser noch irgendwo hier die NATO sehen, aber von hier unten haben wir einen scheiß Blickwinkel. Ja, theoretisch müssten sie aber sowieso hier durchkommen, oder? Ich würde mich gerne komplett in die Stadt zurückziehen mit den zwei Fahrzeugen, die wir jetzt noch haben. Ganz im Süden runter. Mir gerade ein. Im anderen Fahrzeug war die Munitionskiste mit der schweren Artillerie. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Können wir nachher vielleicht nochmal holen, wenn die NATO da ist. Ja, sie können noch am Strand entlang, also das sehen wir halt von hier aus, nicht? Das ist das Problem. Wir müssen irgendwo auf eine erhöhte Position, um die zu sehen. Okay, müssen wir es auf jeden Fall, sonst haben wir am Arsch. Ja, wir müssen vor allem erstmal hier weg von diesem scheiß stationären MGs. Ich würde sagen, jeweils ein Fahrer in die Fahrzeuge und dann mit Vollspeed erstmal in die Stadt rein und dann erstmal an den ersten... Status von Eckart. Ist da, alles gut. Und dann erstmal in die hinter die ersten Häuser, damit die Fahrzeuge erstmal gesichert sind. Würde ich jetzt erstmal sagen. Okay. Ohne Gunner? Ohne Gunner, weil der ist zu offen für das stationäre MG. Ja, dann muss der Hans nochmal sein, der hat das nicht mitbekommen. Ja. Weiß ich. Ja, und der Rest versucht dann erstmal darüber zu sprinten. Ich meine, den Weg darüber hat er uns jetzt nicht gesehen. Von daher, ich glaube, die Fahrzeuge sind eher auffällig. Können Sie ein bisschen rechts die kleine Senke als Deckung nehmen? Auf jeden Fall müssen wir jetzt immer aus dem Arsch kommen. Ja. Okay, einen Fahrer brauche ich noch. Wer fährt? Ja, ich. Nee, du bist Sonny. Okay. Dann komm, ich fahr. Okay, alles klar. Erklärst du das dann, Hans? Wir gehen dann schon mal vor. Okay, alles klar, Abmarsch. Ich bin immer abgestiegen vom Gunner, ne? Ja, ja. Mikrofon muted. Ja, explizit. Hi, MC. Mikrofon activated. Gut, alles klar. Das ist schon mal besser als da hinten. Ich würde mich mal eben aufs Gebäude da verziehen, gucken, ob ich irgendwas sehe. Ja, guck mal, ob du überhaupt drauf kommst. Das weiß ich nicht. Auf irgendein Dach kommt man hier. Ich war hier schon mal. Kreuze? Auf das. Ich glaube, das Dach rechts vorne mit dem mehrstöckigen, da kommt man, glaube ich, drauf. Kurze. Keiner den Fahrstuhl anmachen, ich kletter gerade den Fahrstuhlschacht hoch. Hat verstanden. Ich hab gerade irgendwie Bock auf Fahrstuhl fahren. Das habe ich gehört, Junkie. Ja, schnappt jemand noch einen. Guck mal in die Richtung da vorne, sucht mal eine Position. Jetzt bis zum Zaun haben wir die Straße nicht sehen davon. Ja, eben, sucht euch mal eine Position, wo ihr möglichst weit die Straße sehen könnt und vielleicht auch noch links und rechts jeweils bis zum Strand gucken könnt. Das wäre optimal. Schnapp dir auf jeden Fall mal ein und geh mal vor. Ja.
Microphone muted. Lang nichts gehört. Du meinst, lang nicht gestreamt bei mir? Ja, ich habe letzten Tagen ziemlich viel Stress gehabt. Von daher habe ich abends jetzt nicht wirklich Lust gehabt zu streamen. Aber das wird jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr werden. Microphone activated. So, du bist Zahn nicht schlecht. Ja, wo bist du? Wo bist du? Da. Ich bin jetzt zwar Chunky. Ich finde da vorne Einblick, schauen wir da mal die Straßen auf Einblick, da mal sehen, was da los ist, da hinten am Zaun, rechts der Straße entlang. Ja. Hier vor. Genau. Ja. Wenn ihr Kontakt kriegt, nicht sofort schießen, ne? Kann eigentlich nur NATO sein. Ja, okay. Ihr lauft bei mir auf der Stelle. Ja. Ah. Okay. Ja, riesen Lag. Okay, laggt gerade wie alle. Ich komme auch aus dem Fahrstuhl nicht mehr raus. Ich sehe deine Waffe. Geht gar nicht, oder was? Nein. So ein Dreck, was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Ah, Mann. Warum programmiert man sowas? Sir? Ja? Kurz was außer darf, das sind jetzt 3 HMGs oben. Okay. Uns alle ansehen. Ja. Da sind auch 1 Kilometer weit weg. Ich habe Bescheid gesagt, Dennis. Kann sein, dass du gleich kurz geportet wirst. Ja, ich habe auch schon gespammt. Achso, okay. Microphone muted. Oh, echt explizit? Über Twitch? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Muss ich mal gucken. Microphone activated. Rennt er denn hier rum wie so eine gestochene Biene? Gerhard, Status? Wir rücken weiter vor. Momentan haben wir noch keinen gesehen von den Hirschen. Okay, wie gesagt, Priorität sucht eine Position, wo man möglichst Einsicht links und rechts bis zur Küste hat, wo wir uns positionieren können, um nur auf die zu warten. Der Dennis eigentlich immer noch im Fahrstuhlschacht? Oder nee, so? Der ist im anderen Gebäude hier schon nebenan, im Kleinen. Ich wollte sagen, hier rechts von uns 100, 150 Meter, da kann man definitiv drauf. Ja, hier kann man auch drauf. Das Problem ist, du kommst nicht mehr raus, weil du steigst im Prinzip auf den Fahrstuhl und das Spiel lässt dich aber nicht mehr in den Fahrstuhl rein. Du stehst dann auf dem Fahrstuhl und kommst nicht mehr raus, ist das Problem. Marc, ich habe hier 180 Meter westlich von mir so ein Hügel, da könnte man wahrscheinlich gut was sehen. Treppenhäuser gehen gar nicht, ne? So. Okay, andere Frage noch. Was halten wir eigentlich Ausschau? NATO. Ah, okay. Ich will uns nicht so weit aufsplitten, ist doch scheiße alles. Mal einen kurzen Blick riskieren. Also da drüben funktioniert zumindest das Treppenhaus. Wir machen das so, du schnappst dir Hans, nimmst Hans mit, gehst auf den Hügel. Ich werde mich jetzt mit dem restlichen Trupp weiter in die Stadt unten begeben. Wir treffen uns dann auf der Kreuzung bei GG58, bei diesem roten Dreieck. Kreuzung an der Hauptstraße. Ja. Alles klar, gut, dann könnt ihr beiden los. Okay. Gut. Ihr beiden, wir gehen das erstmal. Die Fahrzeuge lassen wir erstmal hier stehen, oder? Ne, wir nehmen die Fahrzeuge mit. Einer von euch jeweils ins Fahrzeug als Fahrer. Die Hauptstraße hier langsam hier nachfahren. Ja.
Welchen willst du nehmen? Achso. Gerd, hier Marc, ihr seid die Hauptstraße weitergelaufen? Frage? Marc, wir sind jetzt auf GH58, da ist ein Stützpunkt, ein kleiner, mit zwei erhöhten Wachtürmen und einer Schranke. Das ist, im Prinzip haben wir da alles im Blick. Ja, okay, perfekt. Bleibt mal da, wir kommen jetzt mit den Fahrzeugen dahin. Okay. Lecker, schön ausparken ist an. Okay, Fahrzeuge, ihr könnt schon mal vor. GH58 ist das Ziel, da sind zwei Türme mit Schranke. Stellt euch da in Position. Servus. Chef, bei allem Respekt, aber das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen, hier die NATO zu suchen. Ja, die müssen eigentlich hier durch dieses Nadelöhr kommen. Ja. Nadelöhr. Wer sagt das? Das Gefühl, aus dem Norden können sie eigentlich nicht angreifen. Das heißt, sie müssen eigentlich von dem Inselteil hier unten kommen. Dann ist der einzige Weg dieses Nadelöhr hier, diese Landzunge. Wollen Sie die Wichse Schiffe haben oder Boote? Oder Hubschrauber? Glaube ich nicht. Ich will die Fahrzeuge auf jeden Fall auf die andere Seite der Schranke haben, also im Prinzip da, wo du jetzt gerade stehst. Okay. Dass wir die Schranke vor den Fahrzeugen zumachen können. Marc für Hans kommen, ich habe die Rauchentwicklung auf 0,35 Grad vom Hügel aus und Schüsse hören. Ja, habe ich so verstanden. Wo ist 0,35 Grad? Hilf mir kurz. Okay, verstanden. Könnt ihr den Angreifer sehen? Negativ, aber wer außer die NATO hätte die Eier, die anzugreifen? Eventuell der Widerstand, ne? Wenn die Schnauze voll haben. Das müsste in Obregan sein. Ja. Mark Richtung Westen ist ungefähr 250 Meter, ist ein Leuchtturm, ein ganz ein hoher. Also die NATO war schneller als erwartet. Jetzt mal frage ich mich, wo die lang sind. Die können eigentlich nirgendwo anders rüber. Vielleicht. Wie hier. Da vorne ist ein Leuchtturm.
Der ist verdammt hoch. Da hast du alles im Überblick. Vielleicht sehen sie, während wir Caesar bei der Miliz waren, sind sie durchgeschossen oder einfach so. Wollte sie schnell durchbringen. Also Marc, ausschaut jetzt so, links ist der Junkie, rechts umgekehrt ist der Eckert auf dem Beobachtungsturm. Im Prinzip müssen da durch. Zumindest die Straßen da. Oder sie sind schon durch. Hab ich nicht. Das Problem ist, wir sind eine zu kleine Truppe, um uns aufzuteilen. Also entweder warten wir oder wir gehen da hoch in der Vermutung, dass das die NATO ist. Es kann natürlich auch der Widerstand sein, dann sitzen wir wieder in einer scheiß Position. Zumal wir nicht alle Leute mitkriegen in den scheiß Dingern hier. Aber angenommen, wir gehen nach Afrikan hoch, dann warten wir einfach weiter vorne wieder. Im Prinzip. Das ist nichts. Weil hoch müssen sie trotzdem. Das Problem ist, wenn wir weiter vorgehen, haben uns die MG-Stellung wieder. Deswegen sind wir ja extra hier hingegangen. Die MG-Stellung, die uns angegriffen haben. Ja, das stimmt auch wieder. Deswegen sind wir hier hin. Also Richtung Norden wurde ich nur zweimal umgeschickt, Richtung Norden, die Straßen entlang. Du musst die Unterstraßen nehmen, haben wir am Arsch. Kann schon, aber ich weiß halt nicht, wie viele da oben sind. Jetzt sind 3 HMGs um. Dennis Hans, sind da noch Kampfhandlungen oder ist das alles still mittlerweile? Ich höre zumindest keine Schüsse mehr, aber ein bewaffneter Ilfried ist auf jeden Fall auf dem Weg in Richtung Rauchentwicklung. Oder mag dann glaube ich eher, dass es Widerstand war. Auf GF58. Ich sehe auf jeden Fall noch 2 bewachte Bunker von Caesar, 1 Zivilisten. Schätzungsweise auch 2-3 Zivilisten kann ich nicht genau zuordnen und jetzt gleich der Ilfried und auf 0-1-2 Grad. 1200 Meter Entfernung ist irgendein LKW, ich kann nur durch Gestrüpp nicht erkennen, was das für einer ist, ob das jetzt ein Hemti ist oder ein Caesar LKW. Das könnte der auf dem Berg sein. Also in Gehstellungen. Ack. Ja. Mit einem Vorrücken auf EF58 zu der Hauptkreuzung da fahren. Da müssen sie durch. Da geht völlig kein Weg drüber. Nein, die müssen ja auch alleine schon hier durch. Ja, wenn sie aber auf EF58 nach links abbiegen, dann nach rechts und dann drüber fahren. Der Ilfried ist jetzt in schätzungsweise Obregan angekommen. Das ist jetzt da, wo die Rauchquelle ist. Okay. Das heißt, das ist die Brücke. Wenn die dann von da kommen. Theoretisch müssen wir da gar nicht vor. Wir haben hier die ganze Straße im Blick. Von der ersten Kreuzung bis hierhin. Das ist die lange Straße. Das haben wir alles im Blick. Also das machen wir nicht, nein. Mark, hier Dennis, komm. Ja, höre. Eins der Stand-MGs oben ist ausgeschaltet und die anderen beiden zielen gerade ziemlich akribisch in die Luft. Das heißt, du vermutest Luftunterstützung irgendwo. Ja, das ist korrekt. Audio-Kontakt Helikopter. Das leise. Machen wir einen Spaziergang Richtung Norden. Ja, das Problem ist, da kommst du nicht weit. Das sind die MG-Stellungen. Immer von Haus zu Haus.
Keine Ahnung, wir sind zu klein, um einen Krieg anzufangen, ist das Problem. Wir haben nicht genug Männer. Wir haben schon einen. Naja, noch können wir uns immer noch raushalten. Ja. Aber ganz ehrlich, mit der Feuerkraft, die wir haben, da durchzukämpfen, bis nach ganz oben Bagango, nie im Leben. Nicht mit so einer Gegenwehr. Also unsere Fahrzeuge schon beschädigt sind. Zumal Dennis einen Ifrit gemeldet hat und gegen die können wir bis auf den einen Raketenwerfer, den wir haben, nichts ausrichten. Wenn der uns zuerst sieht, sind wir platt. Mhm. Ist der Dennis? Wo ist der positioniert? Der ist auf GG55 auf dem 45er Hügel. Also im Prinzip fast genau nördlich von uns. Na, passt schon. Ich bin gerade ein wenig überfragt, was am sinnvollsten ist. Wir können jetzt hier noch 3 Stunden stehen und die NATO kommt nicht, weil sie schon durch sind. Wir können hier aber auch abrücken und 2 Minuten später kommt die NATO hier durch. Ja, aber angenommen, ja, wäre aber die Frage, wenn wir abdrücken. Was ist, wenn wir zu zweit vorfahren mit einem Fahrzeug? Ein bisschen suchen? Ja, dann werdet ihr von den MGs unter Feuer genommen, einer fällt und dann müssen wir wieder vorrücken, um zu retten. Das bringt ja im Prinzip alles nichts. Wir sind Richtung Westen. Ach, das meinst du. Ja, das Problem ist, Richtung Westen, die Insel, das Inselstück da wird wieder ziemlich groß. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Keine Ahnung. Ist denn gesagt, dass die da rüberkommen von Westen her überhaupt? Logischerweise muss es von da sein, weil der gesamte nördliche Teil ist Cesat. Ja, hier, Marc. Ich glaube, es lässt sich Vermutung nachschließen, dass die NATO hier schon durchmarschiert ist, oder? Weil ich sehe auch in Richtung Flugplatz keinen. Ja, jetzt bin ich gerade am Rätseln. Ich weiß halt nicht, wo die angelandet sind. Keine Ahnung. Aber wenn die wirklich schon durch sind, dann war das eine ziemlich kurze Kampfhandlung da oben. Weil ich höre nichts mehr. Es sind definitiv noch Cäsar-Truppen in Obregan, inklusive Ifrit. Also geräumt ist Obregan nicht. Ja, gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die NATO derbe auf den Sack gekriegt und die liegen da oben und sind alle tot. Oder es war ein Widerstandsangriff, der wahrscheinlich auch nicht viel gebracht hat. Geht mal Obregan, gucken, dass man nach Papagango kommt, um die LKWs zu holen. Hat die scheiß LKW. Also wenn wir von hier aus straight nach Norden gehen, dann können wir gut zwischen Marcelillo und Obregan durchmarschieren. Dann müssten wir auch am Fahrzeugdepot vorbeikommen, allerdings zu Fuß dann. Ja, das wenn überhaupt zu Fuß, richtig. Gebt mir kurz 2 Minuten zum Überlegen, zum Plan machen. Das Problem ist, in diesem kleinen Trupp, selbst wenn wir zu Fuß zwischen den beiden Städten durchgehen. Da ist das Fahrzeugdepot und auf der Karte ist eine Art Militärkomplex eingezeichnet. Das ist ein Todeskommando. Ja, viel Wahl haben wir nicht. Angenommen, wir schaffen das mit dem Fahrzeugdepot. Hätten wir auch wieder einen Vorteil.